Hey, Kaden! Was geht, alles klar? Base. Was machst du, Mann? Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Hast du Spaß? Ja. Sollen wir wieder nach Deutschland? Nein. Warum? Weil es da kalt ist. Ist es da kalt? Ja. Ist hier viel besser? Ja. Sollen wir wieder nach Deutschland? Nein. Wieso? Deutschland ist gar nicht gut. Guck mal, immer wird das dunkel in Deutschland. Und dann muss ich schlafen. Und dann... Ja, das ist langweilig, wenn ich in Deutschland fliege. Willst du nach Deutschland? Nein. Willst du hier bleiben? Ja. Wieso? Nein, weil dann ist gut. Was denn? Dann ist gut. Dann ist gut? Also hier bleiben? Ja, guck mal. Okay, ihr drei Chaoten, ja? Okay, Daisy. Ja? Du fühlst dich, die Sonne scheint. Wie viel Grad haben wir jetzt eigentlich? Banane, okay, wo ist mein Bananenbrot, aber guck mal, wie viel Grad haben wir heute? Wir haben hier, Leute, seid gespannt, Trommelwirbel, 31 Grad. 31 Grad, Leute, gebt euch das mal. Ich bin Schock. Krass. So, was sagst du? Was steht heute an? Du darfst dreimal raten. Was machen wir heute? Tee, mach mir ein Bananenbrot. Nein, Mann, nicht Bananenbrot, Mann. Ich frage dich mal jetzt. Was machen wir denn heute? Heute gehen wir was essen. Nein. Heute gehen wir schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Schwimmen? Also auch nicht. Seit wann? Ey. Heute. Warte mal. Ja? Erinnerst du dich nicht, was ich schon mal angesprochen habe, was ich hier machen wollte? Du hast sogar eine Umfrage gemacht. Mal, tu mal jetzt nicht so mal, als würdest du dich wissen. Achso, Make-up. Ja. Nein. Aber warte mal, eine Frage, ne? Hast du dich jetzt geschminkt eigentlich? Ich bin komplett ungeschminkt. Warte mal kurz, wo ist ein Feuchttuch hier? Oh. Ah ja, ist so. Eigentlich wollen wir ein Feuchttuch mal nicht schummeln, dieses, ne? Okay, warte. Warte mal kurz. Ne, ich hole das. Ja, okay. Du bleibst mal genau da stehen. Okay. Okay, Leute, ich habe hier ein Feuchttuch. Ist sauber? Natürlich ist es sauber. Okay. Okay, Leute. Ein komplettes Gesicht. Richtig reiben. Bitte, ohne schummeln. Siehst du das? Ja, nochmal einmal richtig, ne? Richtig drücken. Wenn ich Make-up hätte, dann würde das auch so abgehen. So, hier. Wow. Ich bin ungeschminkt. Was für eine Traumfrau. Ich muss wirklich sagen, ohne Schminke, davon träumen sehr, sehr viele Frauen. Ja, also deine Augenringe hast du dich mal irgendwie abgedeckt oder so. Das ist Real Shit, Leute. Ein Applaus für die Dame, check. Okay, und heute lassen wir dich schminken, okay? Ey Leute, ich hab so Angst, ne? Ich schwöre, ich hab richtig Angst. Du brauchst keine Angst haben, ich hab selber Angst. Kennst du? Ich denk mir so, hä? Du wirst dich hier schminken, du bist egal, und lässt dich hier schminken? Das wird ganz witzig. Hart auf hart, ich bin die Erste, ne? Ja, du bist die erste Erfahrung und mal gucken, ob die das überhaupt machen. Kennst du, in Deutschland, die würden, glaube ich, sagen so, nee, machen wir nicht. Glaubst du, die würden hier auch sagen so? Ich glaube, die machen das, weil die wollen auch hier. Das natürlich wollen die Geld haben, ne? Ist auch ja, logisch. Ja, ich glaube, egal, wenn sie es sogar nicht machen können, würden sie es trotzdem machen, einfach nur so, damit sie das Geld bekommen. Glaube ich auch. Okay, let's go. Egal, wir wollen jetzt nicht so viel reden, Leute, komm. Mama hier auf, tschüss, hau rein. Mama lässt sich schminken, ne? Und dann müsst ihr später sagen, wie ihr das findet, ob das gut ist oder schlecht, okay? Ja. Okay? Okay. Okay, check, einmal check. Alle check. Okay. Bis gleich. Aber das dauert Aua. Das, Mama. Aua. Aua. Wollt ihr Mama auch mal check geben? Komm. Gut, dass wir, ne? Nein, ich bring dir Dings mit Fanjoko gleich, ja? Ew. Ja! Okay, komm. Okay, bis gleich. Guck mal hier. Ocean verfolgt uns jedes Mal. Kommst du mit, Lipsi? Der möchte mitkommen, der möchte uns immer beschützen. Ja, voll korrekt, aber warum humpelt der so? Was ist mit dem? Irgendwas hat der, ne? Guck mal. Ja. Mann, ey. Geht's gar nicht. Schmerzen oder was? Aua. Ja, safe, aua. Aber es ist trotzdem nicht, ne? Ja, eigentlich schon. Was für uns angenehm ist, aber ihr hört uns, glaube ich, nicht so. So, Leute, ihr kennt es ja hier, das ist ja Taifa-Markt. Und es ist so windig, die sitzen da alle schon. Bin richtig gespannt. Hatte ich schon letztens gefragt, die meinten 70. Bist du ready? Also wir müssen so sagen, so auf sehen, wir haben was Wichtiges und was ansteht und so. Und ja, du musst halt dich schminken, ne? Ich bin gespannt, vielleicht, weil die dich jetzt gesehen haben, werden die den Preis wieder... Aber man muss sagen, dass du... Ich war ja schon hier und die meinten 70. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bist du dabei. Willst du fragen? Frag mal, how much? Ja, das war auch die. Bei 70. Genau, das bleibt bei 70. Und, oh, das sieht richtig schön aus. Wow, ne? Sehr ehrlich, das sieht richtig schön aus, ne? Ist aufgeregt? Wow, also man muss echt sagen, das sieht echt schön aus, ja? Pachaulia, your shop.
Very nice shop. Where, madam? Ach so, das ist Ihr Laden hier. Das gehört Ihr hier. Krass, aber ich muss wirklich sagen, das sieht richtig schön aus, oder Daisy? Ja. Leute, ich bin richtig gespannt. So, we are invited, ja, yeah? Ich meine, die Make-up, auf dem wir sind eingeladen, wir lieben einfach. Boah, ehrlich, guck mal, oh mein Gott, alles Designer hier. Du bist richtig teuer unterwegs. Auch ungeschminkt kann man teuer unterwegs sein, weißt du, man braucht nicht mal Filter und dies, das, weißt du. Mädels, traut euch mal bitte auch ohne Schminke raus, egal ob ihr Augenringe habt oder nicht. Seid natürlich, wir Männer stehen drauf auf natürliche Frauen. Ne? Ich bin so mit meinem Kopf dagegen gekommen, oh, wie das wackelt, Leute. Ich hab Angst, Digga, warum machen die so jetzt? Ich hab eine kleine Bewegung, du hast so einen Schnitt in deinen Augenbrauen. Bleibst du bei mir? Ja, natürlich, ich muss ja hier bleiben, eigentlich habe ich keinen Bock. Jedenfalls, wenn ich einen Schnitt in meine Augen brauche. Nee, ich hau ab, weißt du? Musst du gucken, wie du in Gala klarkommst. Ich verstehe das nicht, was das mit Make-up zu tun hat, aber okay. Wir sind gespannt. So, Leute, ich sitze gerade hier und warte, bis Daisy fertig ist. Leute, ich bin unnormal aufgeregt. Ich möchte einfach sehen, ob die das drauf haben oder nicht. Ich meinte schon zu Daisy. Daisy, du bist locker die einzige oder die erste weiße Person hier, die geschminkt wird. Ich glaube, die hatten noch nie eine weiße Kundin oder so. Und Leute, es ist krass zu wissen, wie die damit umgehen oder was sie da zaubern. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht haben die sogar diese Hautfarbe nicht mal für Daisy, weißt du, ich meine so. Wir wollten das so machen, dass es ein Überraschungseffekt ist. Die schminken Daisy und am Ende gucken wir 3, 2, 1 und dann boom. Aber ich bin gespannt, Leute. Ihr wisst, wie Daisy davor aussah. Und ja, Daisy lässt sich schminken in Ghana. Sie ist weiß. Hellhäutig, wie man das auch nennen mag. Keine Ahnung. Ich bin richtig gespannt, Leute. Augenbrauen einfach fetter als meine Nase. Leute, ich bin ehrlich zu euch. Ich muss mir das Lachen gerade verkneifen. Was ich gerade gesehen habe, Leute, das ist unglaublich. Leute, ich glaube, ihr werdet auch immer mal Lachfest kriegen. Daisy sieht aus, als wäre das heute Halloween. Keine Ahnung, Leute. Egal, ihr seht einfach selbst. Mir fehlen einfach die Worte. Übernommen. Wir sehen immer noch nicht, wie böse sie aussieht. So Leute, hier der Boy, Herr Deutschland. Deutschland, Mann. Das sind die Jungs hier. Er hier macht wie immer Internet. Yeah. Ne? Man kann sich die Internet-Gummifunks und so. Er macht immer, er läuft rum, er macht immer MTM. MTM. Ich liebe Deutschland, ne? Ich liebe Deutschland. Nochmal was? Ich liebe Deutschland. Du liebst Deutschland, ne? Ja. Leute, er kann ein bisschen Deutsch. Ja. But Germany is home, Ghana is home as well. Ich mag dich, meiner Bruder. Ja, bis später, ne? Nein, ja, bis später. Ciao, ciao. So, Leute, das ist die Inhaberin, ja? Das ist ihr Laden. It's your shop, right? Yes. So, how was the work? From your... My new client? Yeah, for your new client. How was the work? It was so amazing. Yeah? You know, she's very calm and humble. Yeah. So clients like that, it's very easy to work on them. Yeah, okay. She has a very smooth skin too. Nice. That it was so easy for me to do the job. Nice. So she told me like you remove the eyebrows. Yeah. Why you remove it? Like, yeah, I know you're the boss. That's why like you got more experience than the sure. most of them here. Yeah? So can you explain why you removed the eyebrow? Yeah, I didn't remove the eyebrow, I just shaped it. Ah, you shaved it, okay. Yeah, exactly. I shaped it to get a very good one. Yeah, that is fits her face. Of course. Ah, okay, nice. Yeah, thank you, but your shop is nice as well. Thank you. So how was the name of your shop again? This is Aula GH Promo. Aula GH, ah, okay, nice. Yeah. I can see it at the back. Okay, nice. It's nice. So when you people are here in Taifa, you want to do makeup and stuff, here's the spot to come. Aula GH. It's from Taifa. I'm in Taifa. I'm the Taifa House.
Very affordable. Yeah. And you can follow me on IG. Tell me your IG then. Yeah. Tell us your IG. Wait. Tell us your IG. Aula GH. Like that. Aula GH. Like that. Yes. Oh, Aula GH. Okay, nice. On Instagram and on Facebook. Nice. Thank you very much. So Leute, ich muss wirklich sagen, als wir reingegangen sind, ja, dachte ich mir so, oh mein Gott, es wird auf jeden Fall chaotisch, weil die schminken ja niemals so einen Hauttyp so wie Daisy. Hier, die meisten sind nur schwarz. Ne? Ich dachte mir so, die werden die Farbe erstmal nicht haben, die werden voll verkacken. Ich dachte einfach, das wird einfach Krise. Aber ich muss wirklich sagen, Endresultat, ich bin wirklich, ne, ist kein Quatsch geworden. Man würde Daisy jetzt nicht auslachen, ja, finde ich. Ist natürlich auch besser geworden, weil die Chefin gekommen ist und was davor gemacht worden ist, weggemacht hat und verbessert hat. Wäre das so geblieben und wäre die Chefin nicht gekommen, dann wäre es eine Lachnummer geworden. Aber so, weil die Chefin gekommen ist und gesehen hat, was da passiert ist und sie das verbessert hat, ist es keine Lachnummer geworden. Daisys Augenbrauen war so fett. Das war unnormal fett. Ihr Make-up, was sie drauf bekommen hat, war so hell. Das war gar nicht so beeinstimmt mit ihrer Hautfarbe. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich muss wirklich sagen, sie hat es heftig gemacht. Ihre Wimpern sind länger als alles andere. Ich schwöre. So habe ich Daisy noch nie gesehen. Aber ich finde, die Chefin hat eine gute Arbeit geleistet. Sie hat das Ding noch gerettet. Okay. Und jetzt seht ihr das Endresultat. Und ich würde mal sagen, Leute, seid gespannt. Das ist echt heftig. Hallo, kann man Sie kennenlernen? Wie sehen Sie aus? Okay, in 3, 2, 1 und... Oh, Leute, das ist Daisys Glow-Up-Make-up hier in Ghana. Leute, sie hat so viel Schminke drauf geklatscht bekommen, wie noch nie. Ich schwöre, ich fühle mich echt unwohl, weil ich merke richtig, wie das so klebt und so. Ich bin, glaube ich, in einen Tuschkasten gefallen. Und diese Lashes, ich weiß, sie gehen bis nach China. Von hier, Ghana, bis nach China. Oh, warte mal kurz. Die Dinger sind aber echt lang, ja. Man muss wirklich sagen, das ist nicht schlecht geworden. Findest du? Das ist echt nicht schlecht geworden. Leute, seid mal bitte ehrlich, es ist nicht schlecht geworden. Ich hab wirklich damit gerechnet, dass es viel, viel schlimmer. Also ich dachte, es wird noch schlimmer. Am Anfang, wie gesagt, ich habe mein Lachen, ne? Ich schwöre, ich musste mein Lachen. Ich musste auch die ganze Zeit grinsen. Ich musste lachen, weil ich habe in den Spiegel geguckt, ne? Und ich habe mir deine Augenbrauen angeguckt. Ich dachte, was macht sie da? Die waren so fett. Das war krass. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das wird eine Lachnummer. Aber die Chefin, dachte ich so, was macht die hier mal? Ja, sie hat es ein bisschen gerettet, aber ich finde es trotzdem too much. Ich würde, glaube ich... So niemals rumlaufen. Nee, es ist zu viel für mich. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was sagt ihr? Wenn ich so jeden Tag rumlaufe? Nee, also, du bist ja auch so natürlich und das feiere ich ja auch. Und weißt du, viele Frauen wollen ja natürlich sein, ne? Ja. Auch. Okay, und du hast Glück, dass du halt, also was heißt Glück? Du kannst ja ohne Schminke das Haus verlassen, weißt du? Viele Frauen können das nicht. Und du kannst stolz auf dich sein, weißt du? Ich bin trotzdem hübsch. Ja, ohne Schminke trotzdem hübsch. Deswegen, guck mal, wir sind gespannt jetzt auf Kate und Kinayas Reaktion. Ja, let's go, ich bin auch gespannt. Ja? Okay. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich voll geklatscht, Leute. Du bist ja die Sonne, Digga. Ich sehe gerade, Digga. Du scheinst ganz krank. Oh, danke. Du leuchtest irgendwie. Diese Lashes, die gehen in mein Auge bis ich weiß nicht wohin. Und ich wollte nochmal hinzufügen, Leute, dafür, dass ich nicht schwarz bin, finde ich, haben die es echt gut gemacht, ne? Ja. Ich saß da echt und als sie die Augenbrauen gemacht hatten, dachte ich so, okay, ich bin hier einfach nur weg. Aber die Chefin hat es echt gut gemacht, muss ich sagen. Der Kajal unten ist ein bisschen unnötig, das hier, diese schwarze da. Wie ist denn, ne? Hier unten, das hat sie so angemalt. Weg? Sieht aus wie so ein Indianer. Warte, lass mal. Ja, ich weiß das. Weißt du, was ich meine? Ja, sieht man. Das ist richtig unnötig. Die Lashes sind mehr als too much. Aber ist auch schwer, oder? Es ist todesschwer, ich krieg meine Augen nicht mehr auf. Aber sonst finde ich halt echt gut gemacht, ja. Leute, wie findet ihr dieses Make-up? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und lasst mich auch gerne wissen, ob ihr euch schon mal irgendwo anders schminken lassen habt. Jetzt sehen wir die Reaktion von den Kindern. Mama, was sagst du? Ist schön oder nicht? Schön. Und hups. Hübsch. Daisy schon und hups. Ja, Mama. Daisy schon und hups. Also Mama ist gut geworden, ne, Make-up? Ja. Guck, meine Mutter sagt auch, ist die schlecht geworden. Mhm. Kinder, was sagst du, wie findest du Mamas Make-up? Findest du Mama sieht gut aus oder nicht? Ja, was machst du da? Was ist das? Oh, sie hat das abgemacht einfach. Hat sie abgemacht? Ja, zeig mal. Nein. Doch, hast du? Nein. Hast du abgerissen? Nein, Mama, ja. Ja? Oh, mein schönes Make-up. Das geht, Mama, sie runter. Sie hat es abgerissen einfach. Okay, lass. Lass ab, aber guck mal hier deine Zähne, du hast Belag. Von Lippenstift, ne? Ja, Mann, aber extrem. Okay, was sagst du? Ist das schön? Ja? Ich doch auch. Du auch? Kane sagt doch immer zu Mama, schön. Egal, was ich anziehe, immer Mama, du siehst so schön aus. Aber voll süß von Kane. Okay.
Und was sagst du, sieht das gut aus oder was? So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Action und Entertainment, habt ein bisschen gelacht. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr dieses Make-up findet und ob ich öfter mal mich schminken lassen soll vielleicht. Und ansonsten, genau, sehen wir uns im nächsten Video. So Mama, was sagst du zu dieses Make-up? Ist schon und hups. Ich will das auch machen. Willst du auch machen? Ja. Guck mal, Kay sagt hübsch auf die Oma, nicht hübsch. Die Oma, das heißt hübsch. Hübsch. Ah, hübsch. 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 Ja, okay, Mama ist okay.